Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genshin Impact. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind hier letztes Mal am Hafen von Liwa stehen geblieben. Und wir müssen jetzt zur Alcor gehen und uns mit Beidou treffen. Jetzt müssen wir mal gucken. Das war... Ja, wieso werden mir denn zwei Sachen angezeigt? Wieso werden mir denn gleich zwei Quests angezeigt? Das ist ja voll verwirrend. Ich verfolge das Ziel ja nicht. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen verwirrend. Keine Ahnung, wieso das so ist. Naja, auf jeden Fall müssen wir hier hin. Wir müssen uns erstmal hier hin teleportieren auf die Insel. Und zwar ist es so, dass wir ja, ganz, ganz weit nach oben ja... Was soll ich sagen? Klettern müssen. Und dann von dort aus aufs Schiff gleiten. Aber ich sehe gerade, da haben wir noch ein Seeli. Das wäre das Schiff, das wir erreichen möchten. Aber da zu schwimmen einfach zu weit ist, werden wir, ja, so wie das Seeli hier, uns ganz weit nach oben begeben. Jetzt ist nur die Frage, wie ich da hochkomme. So. Das wird bestimmt ganz spannend. Was ist das denn für ein Geräusch? Nehmen wir mit. Und die Kiste nehmen wir natürlich auch gerne. Oh. Warten Gegner auf uns. Umbrella Warfare, I guess. Fire! Well, die ist so frei. Born of ice and frost. I will have order. Hey there! Oh. Wir haben alle. Was nehmen wir mit? Die Würmchen. Wo ist es hin? Genau. Okay, weiter geht's. Sammeln wir auch gleich mal ein. Oh, ich sehe ein Geokulus. Das lohnt sich ja, dieser Aufstieg hier. Erstmal müssen wir uns hier den Weg frei machen. This is order. Die sind ganz schön nervig. Los nicht mit mir! I will have order. Hey there. Sehr gut. Haben wir noch eine weitere Kiste? Das ist schon mal schön. Noch ein bisschen Honig. Wow! Himmelsflug Großschwert. Voll geil. I'm loving this treasure hunt. Was haben wir denn da Schönes? Die erste Belohnung, die wir schon abholen können. Und wir gehen schnell gucken. Ich glaube, das war ein Großschwert, oder? Oder? Ah, das war nur so eine einfache Waffe, Himmelsflug Großschwert. Erhöht den Angriff bei Treffern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen 6 Sekunden lang um 6%. Vier verstapelbar, 0,5 Sekunden Abbringzeit. Okay. Aber war schon cool. War eine coole Idee. Reicht das? Wahrscheinlich wird es reichen, aber wir wollen ja so oder so den Geokulus noch von ganz oben runterholen. Deswegen klettern wir noch ein Stückchen weiter rauf. Ich mir auch ja alles mitnehmen hier. Dann noch ein paar Vogeleier. Die können wir zum Kochen verwenden. So, wir haben es gleich geschafft. Ich bin hier natürlich zu klein, aber zum Glück haben wir den guten Chong Li. Ach, ist einfach praktisch.
Idee. Ups. Warte, wenn wir schon mal an diesem Punkt hier sind, Mann. So. Versuchen wir doch hier gleich ein schönes Bild zu machen. Dass man das Schiff auch ein bisschen gut sieht. Ja. Oh. Ich muss noch mal machen. Warte, wir machen ein bisschen weiter vorne. So, noch mal rauf. So. So. Dann. Persönliche Informationen verbergen. Denkerpose. Hüftpose. Lächel. Das ist süß. Okay. Gucken wir nochmal. Ich darf mir echt nicht zu viel Zeit lassen, ne? Nein! Ach komm, okay, nochmal. Nein, ich muss. Mann! Ich bin gerade voll gestresst hier, Mann, unter Druck. So. 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 Das ist cool. Super, okay, auf geht's. Leiten wir rüber auf das gute Schiff. Hör mich. Das schaffen wir ja mit links. Das ist super. Oh, ich sehe eine Kiste da drauf. Na, das nenne ich mal eine Einladung. Oder? Ja, eine Kiste. Ich sehe schon richtig. Oh, nicht nur eine. Wütende Männerstimme? Du hast das Schiff erreicht. Du bist die Reisende? Was machst du hier? Ich suche nach Bedo. Du suchst nach dem Captain? Du denkst ernsthaft, man kann einfach ganz nebenbei nach ihr suchen? Hey, komm mal her. Fesselt diesen blinden Passagier und füttert ihn an die Fische. Was soll denn der ganze Aufruhr hier? Dieser Störenfried hat sich aufs Schiff geschlichen. Führt sicher nichts Gutes im Schilde. Und ich dachte, ich sollte mich für Beidou darum kümmern. Gut, das reicht jetzt. Hör auf, hier Leute zu erschrecken, sonst kriegst du noch Ärger mit dem Captain, Beidou. Ach, ich. Jetzt komm erstmal wieder runter. Und du, Reisende, was hast du mit dem Captain zu schaffen? Ich möchte nach Inazuma. Du willst nach Inazuma? Per Schiff? Dann sollst du lieber persönlich mit dem Captain gehen. Sie ist an Bord. Aber in letzter Zeit beschäftigt sie etwas sehr. Halte die Augen offen und versuch sie nicht zu stören. Verstanden. Wir liegen hier auch schon eine ganze Weile von Anker. Was zu einigen... Oh. Wir liegen hier auch schon eine ganze Weile von Anker, was zu einigen Verzögerungen geführt hat. Wie wäre es, wenn du dich nützlich machst und auf dem Schiff nach Leuten suchst, die deine Hilfe brauchen? Einsames Schiff in Guyun. Sprich mit Suling. Ja gut, das können wir sicher machen, aber ich möchte da ein bisschen, ein paar Dinge erforschen, wenn ich schon mal hier bin. Ups. Silberauge, Buchhalterin der Alcor. Wer bist du? Wie bist du auf das Schiff gekommen? Kann ich bei dir irgendetwas helfen? Was willst du? Wenn du vorhast, mich auszugraben, überlege es dir nochmal. Mach, dass du hier schnell abhaust, sonst wird es dir noch leid tun. Ja, zu freundlich, zu freundlich. Da fühlt man sich ja richtig heimelig hier, sehr Wahnsinn. Richtig ganz gastfreundlich, die Leute hier. Okay. Okay, weiter geht's. Oh, ich sehe zwei altbekannte Gesichter da hinten.
Leidu und Kazuha. Ach, schön. Okay, wir sollten irgendwo hin. Wo denn genau? Auch irgendwo da hoch. Ups. Ich darf ja wahrscheinlich mich noch nicht denen nähern, oder? Oder doch? Oh, doch. Who have we got here? Wait, I know you. You're that traveler, aren't you? The one who fought against the Fatui in Osail, right? Mein Ninguf eilt mir voraus. Ningguang told me about you. A traveler of great insight and remarkable skill has saved Liyue, she said. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember thinking at the time that it'd be good to meet you in person. Judging by the clothes on your back and this floating thing, I guess that time has come. Hey! The name's not Floating Thing! It's Paimon! Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. Is dieser Kerl zufällig ein Bade? You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally he opens his mouth and flowers come out instead of words. Oh Mann, und es kommen Blumen anstelle von Worten heraus. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? Well, I can't argue with that. Okay then, once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean? Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. Two, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. Ich habe kein göttliches Auge, aber... You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? Warum hat es keinen Besitzer? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep, and the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So, if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Äh.
Um ehrlich zu sein, bin ich nicht interessiert. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma, no sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Das war einfach. Oops, das war einfach. You just want her to take part in your tournament! What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Das heißt, Vertrauen dafür habe ich. Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. Der aufziehende Sturm. Ein Weg durch den Sturm geht zur Tür. Nie Agina. Und hier noch ein Foto bei denen zusammen. Ah, sehr gut. Ach, schön. Gut. Ja, okay. Wenn das uns, wie soll ich sagen, nach Inazuma bringt, machen wir das wohl. Sehe ich gerade aber wieder, wir haben ein Geoculus. Ja. Komme ich da hoch? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Von dort oben ist sicher die Aussicht auch bombastisch. Also. Es wird Zeit zum Klettern. Langsam und vorsichtig. Brauche ich nicht zu springen wegen der Ausdauer. Weil ich weiß nicht, ob die reicht. Wie soll man denn da oben hinkommen? Das kann mir nur lustig werden. Ach, schön. Okay, da drüben. Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme. Also warte. Ich versuche da auf den Balken zu kommen. Okay, gut. Sehr schnell ein bisschen die Ausdauer wieder aufladen. Soll ich mich da dran haften und dann einmal rumdrehen? Oh ja, das klappt gut. Sehr schön. Hallo, Matrose. Ups. Muss ich vorsichtig sein, springe ich noch runter. Wir haben es gleich. Yay. Ja, nice. Super. Oh schon. All clear as far as the eye can see. Super. So, runter damit. Sie ist also, wir können gleich hier rübergleiten. Da können wir uns sogar teleportieren. Ich weiß gar nicht, was näher ist. Wir gucken gleich mal. So. Okay. Ich glaube, laufen ist fast am schnellsten, habe ich das Gefühl. Das ist Kolapis? Ich glaube ja, oder? Ups. Das nehmen wir. Ups. Das nehmen wir natürlich noch mit. So. Die können wir eigentlich auch noch kämpfen. Hallo. This is order.
touching! For Rex Lapis! Fire! Well, with Ralph, coming up! Come show me. Disappear! Worthless! Worthless! Was ist hin? Hier. Hey there! Just once. Gut, nehmen wir mit. Okay, Errungenschaft. Der aufziehende Sturm verdiene die Möglichkeit, an Bord der Alcor nach Inazuma zu fahren. Sehr, sehr nice. So, dann gehen wir weiter. Die Sternmuscheln sammeln natürlich auch gerne ein. So, nehmen wir alles mit. Den nehmen wir auch, das nehme ich auch. Was ist das denn? Ruinenschatz. Mein Schulkamerad und ich haben von Kindheit an die Kampfkünste geübt. Wir wollen die Mächte des Bösen bekämpfen und alles schützen, was in dieser Welt heilig ist. Aber dieses war keine leichte Aufgabe ohne ein göttliches Auge. Wir zwei haben hier Unterstoff gesucht, um uns weiterzubilden und die göttlichen Augen zu suchen, die wir begehrten. Wir errichteten diese Stelle als Zeichen unserer Bemühungen. Möge die Stelle? Erreicht den Ziel innerhalb von 120 Sekunden? Okay. Das wird dann ja eigentlich gehen, das ist ja nicht... Mit meiner tollen Ausdauer. Okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott! Was ist denn das? Okay. Da drüben ist ein Tempel übrigens. Wollte ich nur mal gesagt haben. Mann, eigentlich hätte ich gar nicht vor, sowas jetzt hier zu machen. Aber wir kommen sogar an den glächtigen Ort. Und ich sehe schon wieder einen Geokoloss auf der Karte, Mann. Bevor wir sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Scheint weiterzugehen. Aber jetzt, da mein Schulkamerad sein göttliches Auge erhalten hat, fragt er mich, anstatt gegen Monster zu kämpfen, sind Monster wirklich von Natur aus böse? Also erwiderte ich ihm, sie richten auf der ganzen Welt Verwüstungen an und unschuldige Menschen müssen die Konsequenzen tragen. Ist es nicht genug böse, als dass du nicht deine Klinge gegen sie erheben solltest? Ich glaube, ein Übermaß an Meditation hat sein Gehirn gebraten. Nun, ich will es immer noch nicht mit diesen Monstern aufnehmen, auch wenn ich es ohne ihn tun muss. Und auch wenn es bedeutet, dass ich auf ein göttliches Auge verzichten muss. Gegüge die Stimme. Crumble! Order guide you! Siege, 10 Gegner. Born of ice. Ah, fire! Well, with rocks. Hiya! Stabilize! Blaze over! Wird mir hoffentlich hinkriegen. This is order! Coming at ya! Coming! Useless. Access denied. Lament. Das Ulti. Tear. Worthless. A proper send-off from the sun. Solidify. I will have order. Die Hammer und noch diese zwei. Hilfe, stopp. Ha. Ups. Sehr gut. Wow. What a stroke of good luck. Und gleich weiter. Monster sind das Verhängnis von allem, für das es sich lohnt, in dieser Welt zu leben. Wer von uns mit der Klinge umgehen kann, ist verpflichtet, sie zu töten.
Monster sind böse. Sie verdienen es, gnadenlos abgeschlachtet zu werden. Belüge die Stille. Oh Gott! Stabilize! Fire! Well. This is order. Na ganz super. This is long overdue. Watch out! Coming at ya! Yeah. Komm schon, den hat's mal so richtig ein. Order guide you. Born of ice and frost. Yeah. A proper send-off from this. Disappear. Das ist geil, wie schnell die Ultis geladen sind. Worthless. Boring. Okay, auf Schau muss ich ein bisschen aufpassen wegen Leben. Oh. Wertvolle Truhe. Loving this treasure hunt. Haben wir es geschafft? Glaube ich ja. Ja, sehr gut. So. Das haben wir auch. Dann sammeln wir auch noch ein. Ja, stimmt. Man konnte ja auswählen, was man möchte. Und ich kann die zwei Salbe einsammeln. Artefakt XP, das ist so geil. Das ist so eine gute Erfindung, wirklich. Ja, gut. As long as I have my friends with me. Der gute Schau kann noch ein bisschen Essen vertragen. Ich sollte mal wieder ein bisschen kochen, sehe ich gerade. So. Na dann quatschen wir mal. Jinju. Hey, Youngster. Are you here for the Crux Clash too? Hey, junger Mann. Bist du blind? Hast du Tomaten auf den Augen? If so, seems I found myself another new adversary. So, you're also here for the tournament? You better believe it. Huh, I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. Willst du ein Held werden? No, no, no. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. Ein perfekter Mensch gibt es nicht, aber ist okay. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seemed to get on with just about everyone socially. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because a vision. You have so much self-confidence. Hast du Turniererfahrung? That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So they very kindly made special arrangements on my behalf. I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. Of course, I also put in a few good days practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. As a high achiever by nature, I'm confident I've done enough to guarantee my victory in this tournament. Seid ihr da nicht so sicher? You don't mince your words, do you? The arena will be the judge. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. Na, was für eine Ehre. Ich freue mich richtig, dir in Action zu sehen. Wird sicher interessant. Okay, wir sind am Ende von der Folge angelangt. In der nächsten Folge werden wir uns noch mit zwei anderen hier unterhalten. Und ja, vielleicht wird in der nächsten Folge schon das Turnier abgehalten. Ich bin gespannt, wie das abläuft und ja, wie wir uns schlagen werden. Wir werden sehen, aber ich glaube, das kommt ganz gut. Nun denn, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen von dieser Folge Genshin Impact und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch. Tschüss!